Die total verrückte Städtereise wird eine Aufgabe sein. Ihr müsst gegeneinander spielen. Und zwar werden wir jetzt durch verschiedene Städte reisen, wie der Name ja wahrscheinlich schon ahnen lässt. Und wir machen das in einem wunderbaren Gefährt, was das Team in einigen Stunden Arbeit gebastelt hat. Bitte, Thomas, bring doch mal, sei doch der Busfahrer und bring unser Gefährt rein. Ein Applaus für Thomas, unser Busfahrer und das Gefährt. So, und schaut mal. Schaut mal, ihr beiden, diese Fenster, durch die könnt ihr gleich durchgucken. Ist das nicht ein Traum? Kommt mal hierher. Und wir haben auch so Anschnallgurte, da könnt ihr euch das umhängen. Magst du vorne sitzen? Ja, gern. Okay. So. Das ist, glaube ich, auch ganz gut, weil ich glaube, dass Tom dann das Hauptgewicht tragen wird in der Mitte. Das passt schon, ja. So. Und jetzt müsst ihr, ich glaube, ihr müsst so nah wie möglich hier ran und hier so ein bisschen rum, weil ihr müsst jetzt hier hingucken. Da werden jetzt gleich Städte an euch vorbeiziehen. In Form von Bauwerken und anderen Sachen, die sind immer mehrere Sachen pro Stadt. Und ihr habt diese wunderschönen Hupen hier. Vielleicht machen wir eine kleine Testhupung. Sehr gut. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr ahnt, was es für eine Stadt sein könnte, dann hupt ihr. Dann wird sofort gestoppt und wir schauen, ob es gestimmt hat. Und wer am Schluss mehr Städte richtig geraten hat, hat gewonnen. Ihr habt es verstanden? Ihr habt es verstanden? Dann würde ich sagen, können wir loslegen, so wie ich auf null runtergezählt habe. 5, 4, 3, 2, 1. Bitte! Das ging ja schnell, ja? Hamburg vielleicht? Hamburg ist falsch, es geht weiter. Oh. Ja, was sagst du, Tom? Jetzt darfst du. Amsterdam. Hättest du das auch gesagt? Sag mal, du hast ja eigentlich dein... Nee, ich weiß nicht, wie wir es zählen. Das muss dann irgendwie Johanna rauskriegen. Es war Amsterdam. Vielen Dank. Super. Nächste Stadt. Wien? Ja, das geht. Wahnsinn. Aber das sind die Locals. Das ist ein bisschen Vorteil. Also der Punkt geht an Thomas. Es war tatsächlich Wien. Wien, aber wir müssen ja wenigstens noch die schönen Sachen von Wien vorbeiziehen lassen. Hier ist... Und nächste Stadt. Ja? Las Vegas. Ja, Las Vegas ist richtig. Wunderbar. Und die nächste Stadt. Ja? Paris. Paris ist mutig, aber falsch. Nein. Weiter geht's. Ist schwer, es wird jetzt gleich leichter. Ja. Pisa? Pisa ist richtig, Wahnsinn. Ja? Entenhausen. Entenhausen ist vollkommen richtig. Da wollen wir Donald Duck auch noch sehen. Vielen Dank. Und vielen Dank für unseren Busfahrer. Achso, Johanna, wer hat gewonnen? Tom hat gewonnen.